Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Sportfrei-Bundle von Came. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sportfrei von Came, das Ganze am 15. Februar 2019 erschienen. So sieht das aus. Wir haben hier einmal ein Shirt. In dieses Shirt ist noch weiterer Inhalt eingewickelt. Und zwar haben wir dann hier noch das Album an sich. Sticker 3 Stück. Nochmal 3. Das Shirt eben. Und ein Poster. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Rest machen wir dabei mal zur Seite. So, nachdem das noch eingeschweißt ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So. Jawohl. So sieht das Ganze aus. Wir lesen hier oben Arkadasch präsentiert, sportfrei. Und dann haben wir hier den Interpreten sitzen, Came, mit der klassisch rot-weißen Sturmhaube. Und dann lesen wir hier auch nochmal Came, was mir rein von der Optik schon mal sehr gut gefällt, dass das Foto schwarz-weiß ist und nur der Kopf, also diese Maske, diese Haube hier in rot-weiß, sehr schön gemacht, rot-weiß. Und dass Came scheinbar auch ein Fan von Adidas Firebird Jacken ist, genau solche trage ich auch sehr gerne, sehr ehrenhaft. Gut. Obwohl Came relativ frisch dabei ist im Deutschrap, ist es das zweite Release von ihm. Das erste war dieses hier, Auftakt. Das Ganze ist im April 2018 erschienen und jetzt eben im Februar sein zweites Release. Wir haben hier ein Digipack, auf der Seite steht auch wieder Came sportfrei und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl, hier in römischen Zeichen durchnummeriert. Und wir haben zwei Features. Und zwar haben wir einmal ein Feature von Omic Car und ein Feature von Block Monster. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits. Und sowas sieht man echt selten. Kein Barcode, sondern ein QR-Code. Okay. Dann schauen wir mal hinein. Booklet gibt es in diesem Fall keines. Wir haben hier auf der linken Seite, es dürfte irgendwie ein älteres Foto aus Berlin sein. Also hier sieht man, dass Graffiti in Berlin wirklich nach wie vor sehr lebendig ist. Die komplette Häuserseite, die komplette, also Bahnlinie dürfte das hier sein, die Gleise. Hier ist wirklich alles zugebombt und in diesem Stil dann auch die CD gehalten. Einziger Unterschied, wir haben hier dann noch das Came Logo, dieses Schild mit diesem C drauf. So sieht das aus. Also Graffiti durch und durch. Dann haben wir Sticker, 6 Stück an der Zahl. Und zwar haben wir zwei Motive in dreifacher Ausführung. Einmal diesen hier, Came in rechteckiger Form, rot und weiß. Und dann haben wir quadratisch diese Logo-Sticker mit dem Came-Logo 1, 2, 3 Mal in Schwarz und Weiß. Darüber hinaus gibt es dann noch ein Poster, das relativ groß sein dürfte. Jawohl. Also wir sehen schon, das Poster ist einseitig bedruckt. Drehen wir das Ganze mal richtig. So sieht das dann aus. Also wir haben auch hier wieder das Albumcover, hier oben wieder mit sportfrei Schriftzug, darunter dann Came in dieser Pose sitzend, in der Hocke und rechts dann wieder Came. Jawohl, so sieht das aus. Also so wie das Cover, nur eben im Hochformat, das Ganze hier auf dem Poster und das Poster kommt einseitig, Rückseite blank weiß. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei.
Und auf diesem Shirt steht natürlich einmal der Albumtitel, und zwar Sportfrei. Darunter lesen wir noch 1312, also klassisch oder sehr gängig ja im Bereich Fußball bzw. bei Hooligans sehr verbreitet. Dann die Wolken hier im Hintergrund und hier sehen wir dann auch noch so einen Zaun, also sieht so nach Tribünenzaun aus vom Stadion, also der Fußballbezug hier überall mit dabei. Auf dem rechten Ärmel, auf der rechten Seite, haben wir dann auch hier das KAME-Logo aufgedruckt. Der linke Ärmel ist glatt schwarz, ebenso wie die Rückseite. Wir haben hier keinen Neckprint, die Rückseite ist ebenfalls glatt schwarz. Und wir haben es zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe M. Ich glaube, die Größe konnte man sich damals frei auswählen. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Hier oben haben wir es, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Sportfrei 1312 Shirt. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dreimal quadratisch der Logo-Sticker in Schwarz-Weiß. Dreimal der Schriftzug-Sticker hier in Rot-Weiß rechteckig. Und natürlich das Album an sich sportfrei mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle sportfrei von KAME. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr KAME unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.